Mode und Fashion generell ist noch nie so uninteressant und so langweilig gewesen wie in aktueller Zeit. Und warum das so ist und was eventuell passieren muss, dass sich das in naher Zukunft hoffentlich wieder ändert, darüber werde ich jetzt in dem Video sprechen. Das Ding ist, ich habe 2022, also vor ziemlich genau 2 Jahren, schon ein Video gemacht, wo ich über Streetwear Deutschland und die aktuelle Situation gesprochen habe. Und da habe ich vor allem gesagt, dass diese Hype-Blase, die wir ja eigentlich schon seit langer Zeit hatten, nicht nur in Deutschland, sondern generell, glaube ich, auch UK, auch in Frankreich und so weiter, dass die schon am Platzen ist, wenn sie nicht schon geplatzt ist. Und ich glaube, jetzt so fast forward, 2 Jahre später kann man definitiv sagen, dieses Thema ist durch. Keiner hat mehr Bock drauf und ich glaube, ich rede nicht nur von mir, sondern das ist so ein ganz kollektives Bewusstsein, das aktuell am Start ist, bezüglich dem Thema Mode und Fashion. Das Interesse ist irgendwie so gering wie noch nie. Und wenn ich sage so gering wie noch nie, dann rede ich natürlich aus meiner Perspektive. Ich mache jetzt seit fast 6 Jahren das Thema Fashion und Streetwear und Mode, vor allem auf Instagram, seit einiger Zeit eben auch auf YouTube. Und das ist so meine Beobachtung und ja, lass uns einfach mal drüber sprechen, was ist die Situation, warum ist die Situation, wie sie ist und was muss sich eventuell verändern, dass das in Zukunft hoffentlich mal wieder besser wird. Grundsätzlich muss man vielleicht mal verstehen, warum ist es gerade so, wie es ist. Und ich glaube, der Hintergedanke ist ganz simpel. Als ich noch zur Schule gegangen bin und in der Grundschule war und so weiter, wollte eigentlich jeder irgendwie Sportler werden. Er wollte Fußballer werden oder Basketballer oder sonst irgendwie was in der Art. Man wollte irgendwie so dieses mäßige Star sein. Das ist eigentlich immer schon das Traum von jedem gewesen. Ein paar Jahre später hat jeder davon geträumt, ein berühmter und ein erfolgreicher YouTuber zu werden. So YouTube-Stars, das waren so die Idole von ganz vielen jungen Menschen. Noch viel mehr bei Frauen als bei Männern, aber definitiv auch bei Männern. Wir denken an die ganzen Leute wie Simon Desue und Alberto und Co., die haben ganze Generationen eigentlich dazu inspiriert, irgendwie was Eigenes auf YouTube und auf anderen Social-Media-Kanälen zu machen. Irgendwann später war das Thema mehr so Influencer auf Instagram und so weiter. Und in den letzten paar Jahren, würde ich behaupten, ist es definitiv so geworden, dass die Leute, vor allem die, die sich grundsätzlich ein bisschen mit dem Thema Mode und Fashion auseinandergesetzt haben, dass diese Leute Brand-Owner werden wollen. Weil man sieht so Leute wie Justin, man sieht so Leute wie Ashraf und das waren so die neuen Rockstars, die neuen Idole der aktuellen Generation. Und am Ende geht es immer darum, dass man diesen Lifestyle haben will. Man will viel Geld haben, man will ein geiles Leben leben, man will, dass Leute zu einem aufschauen und das ist eben so genau der Weg gewesen in den letzten Monaten und auch Jahren, dass Leute sich denken, okay, ich mache einfach eine Modebrand. Und ja, logischerweise ist dann das Ergebnis davon, dass es einfach unglaublich viele Brands gibt und Stand jetzt ist es immer noch so, dass mir jeden Tag, und ich schwöre, ich lüge nicht, jeden Tag schreiben mir neue Brands, hey, wir launchen bald unsere erste Kollektion, hey, wir haben unsere erste Kollektion gelauncht, hast du Bock mit uns zusammenzuarbeiten? Und der Auslöser für dieses Video ist tatsächlich, dass diese ganze Anfragethematik gestern ein ganz neues Level erreicht hat und zwar, ich zeige euch das hier, mir hat tatsächlich einfach ein Produzent geschrieben. Digga, das ist wirklich absolut Endlevel, dass ein Produzent dir schreibt und sagt, hey, guck mal, wir haben hier eine neue Marke, willst du mit denen arbeiten? Zeigt doch, wie krank verzweifelt diese ganzen neuen Marken mittlerweile sind und wie dringend die irgendwie mit Leuten arbeiten wollen, die eine Reichweite haben, damit die Marke von neuen Leuten gesehen wird. Und das Problem ist halt natürlich, dass diese meisten Leute, die einfach aus dem Nichts eine Modemarke starten, eigentlich nicht so viel Plan von dieser ganzen Materie und von dieser ganzen Thematik haben. Und nochmal, weil das Ziel der meisten Leute ist, dieses Rockstar-Leben zu leben, ein Idol zu sein, reich zu sein, einen kranken Lifestyle zu haben, ist es bei denen vor allem, aber auch bei bestehenden Marken tatsächlich so, dass die Wirtschaftlichkeit und dass diese ganzen Unternehmen wirklich Geld abwerfen, mitunter der allerwichtigste Punkt. Das heißt, neue Marken, die kommen, versuchen nur irgendwelchen Trends hinterher zu laufen und das machen halt gefühlt alle so. Und auch die bestehenden Marken sind ja schon lange in diesem Game gewesen, dass sie einfach sich bei großen Marken inspirieren, schauen, was sind aktuell die Trends und dann versuchen in dem Bereich Produkte rauszubringen, die einfach diese Trends in irgendeiner Form abdecken. Heißt zusammengefasst, diese ganzen neuen Marken kommen her und machen eigentlich alle das Gleiche. Die bestehenden Marken sind zum Großteil einfach in ihrer eigenen Komfortzone gefangen. Die können nicht groß Neues machen, weil sie wissen, okay, hey, wir müssen das machen, was sich am besten verkauft, damit das Unternehmen Geld abwirft. Und das Ergebnis davon ist halt, dass du eine riesige Landschaft hast an Marken. Alte, bestehende, aber auch neue Marken, die neu gegründet werden, die alle im Endeffekt das Gleiche machen. An Trends bedienen, großen Modehäusern hinterherlaufen, versuchen, denen nachzumachen, was sie machen und am Ende des Tages einfach nur Produkte abzubilden, die Leute im Moment wahrscheinlich haben wollen, damit das Unternehmen maximal gut funktioniert. Und das Ergebnis ist einfach, dass die komplette Landschaft absolut inspirationslos ist. Für jemand, der Konsument ist, der versucht einfach immer seinen Style weiterzuentwickeln und neue Sachen zu finden, schöne Sachen zu finden, der kann bei jeder Marke gefühlt das Gleiche kaufen. Und egal, ob es jetzt eine YouTuber-Marke ist, wie zum Beispiel Sacralite von Jahren, ich mag den Junge unglaublich gern, aber ob ich jetzt dann die Marke anschaue, ob ich mir, was weiß ich, More Money, More Love anschaue, ob ich mir Peso anschaue, ob ich mir, was weiß ich, das ist alles im Endeffekt mehr oder weniger das Gleiche. Die einen sind ein bisschen teurer, die anderen sind ein bisschen günstiger, die einen haben ein bisschen bessere Qualität, die anderen haben ein bisschen schlechtere Qualität, aber groß unterscheiden tun sich wirklich nur sehr, sehr wenige Marken. Und eine weitere Sache, die natürlich das Ganze noch viel komplexer und komplizierter macht, ist, mittlerweile sind auch so Modehäuser wie Zara auf diesen Zug aufgesprungen und haben verstanden, hey Bro, wir müssen einfach das machen, was die jungen Leute gerade feiern, das heißt Oversize-Klamotten, Boxy-Klamotten, grundsätzlich diese Streetwear-Ästhetik und dann machen die das Ganze halt in einer viel größeren
größeren Menge, natürlich zu einem viel besseren Preis, wodurch sie allen anderen kleineren Marken auf jeden Fall das Leben unfassbar schwer machen. Das heißt, es ist so eine unangenehme Teufelsspirale und irgendwie stecken da fast alle drin und keiner kommt so richtig raus und deswegen ist alles, was wir sehen, mehr oder weniger das Gleiche, ziemlich inspirationslos und für mich ziemlich langweilig. Das ist natürlich die Frage, wie kann sich das ändern? Wie kommen Marken aus diesem Teufelskreis wieder raus? Und eigentlich gibt es nur ganz, ganz wenige Lösungsansätze und für jemanden, der noch nie eine Marke hatte, der auch in absehbarer Zeit definitiv keine Marke machen wird, ist natürlich sehr einfach, das zu sagen, aber ich rede, wie gesagt, nur aus meiner Perspektive, versuche euch das so zu erklären, wie ich das Ganze wahrnehme. Ich bin der Meinung, das Einzige, was du machen kannst oder was passieren muss, dass das Ganze besser wird, ist, du darfst nicht von deiner Modemarke abhängig sein, die gleichzeitig auch dein Haupteinkommen darstellt. Weil sobald das der Fall ist, wirst du in deiner Komfortzone bleiben, du wirst dich nicht trauen, neue Sachen zu machen, weil die Gefahr ist zu groß, dass die Klamotten nicht gut ankommen, dass es sich nicht gut verkauft und du am Ende des Tages ein Problem mit Geld hast. So viel zu bestehenden Marken. Und bei neuen Marken ist eigentlich das einzig Richtige, mit einem klaren Plan, mit einer klaren Vision zu gründen und von Grund auf Dinge einfach anders zu machen. Ich finde, ein guter Blogger, der das gerade extrem gut macht, ist Gaetano, der ist aus Italien, der hat eine Marke gegründet, ich glaube, die nennt sich Arian Department und sie ist natürlich super frech. Also ich blende euch hier ein paar Bilder ein. Das ist alles mit einem gewissen Touch so versehen. Ich glaube, er kennt selber, in welche Richtung das geht. Aber das kombiniert mit einer guten Ästhetik und mit relativ besonderen Fits, die definitiv nicht für jeden was sind, ergibt aber unterm Strich eine Marke und ein Produkt, was anders ist und was sich abhebt. Und für jemanden, der dieses Thema Mode konsumiert, ist das spannend. Das ist nice anzusehen und das ist etwas, wo man sich denkt, boah geil, da will ich mal was bestellen, einfach nur, weil es so anders ist. Und der dritte Ansatz, der ist natürlich ganz wichtig für gerade diese ganzen Leute, die überlegen, eine neue Modemarke zu machen. Hey, gründe erst eine Marke, bring erst Klamotten auf den Markt, wenn du der Meinung bist, dass du etwas Neues diesem ganzen Kosmos hinzufügen kannst. Wenn du etwas hinzufügen kannst, was es in der Form noch nicht gibt oder zumindest kaum gibt. Und das trifft leider auf fast keinen zu. Die machen alle das Gleiche. Und das Ergebnis davon ist halt einfach, dass die meisten Leute, so wie ich oder so wie ihr, einfach absolut keine Lust mehr haben auf das, was sie die ganze Zeit sehen, auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok. Und deswegen warten wir einfach alle drauf, dass endlich mal wieder jemand kommt, der sagt, okay, wisst ihr was, alles schön und gut, ihr könnt alle diesen gleichen Stuff machen, ich mache es einfach ein bisschen anders. Und da gehört natürlich eine ordentliche Portion Mut dazu und da gehört vor allem dazu, dass du nicht darauf angewiesen bist, dass deine Kollektionen sich gut verkaufen, weil du das Geld brauchst für deinen neuen Rari oder für deinen neuen Lambo. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so meine Perspektive auf die aktuelle Situation rund um das Thema Mode und Streetwear. Ich bin super gespannt auf eure Meinung, schreibt es mir definitiv in die Kommentare und wenn ihr Bock habt, dass wir ein nächstes Video über die Marken machen, wo ich der Meinung bin, das sind gerade die ganz wenigen Marken, die noch in der Lage sind, anderes zu liefern, sich abzuheben, dann lasst mich auch in den Comments wissen, dann machen wir das im nächsten Video. Es sind wirklich nur sehr wenige, das kann man an einer Hand abzählen. Aber ich glaube, die sind es wert auf jeden Fall, dass ich sie euch vorstelle. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Moritz. Ciao.